Ready, Chat? Ich hoffe, ihr seid ready, ja? Also, dann gehen wir in die Esoterik-Sachen rein. Eine Oxfam-Studie kommt zu dem Ergebnis, Schauen wir mal, ob das ein bockt. Milliardär ist so klimaschädlich wie eine Million Oh, warte. Sorry, Entschuldigung, das ist das falsche Video. Da ist das Richtige. Deutschland über eine lange Zeit So. nur zwei große Glaubensrichtungen. Let's go, wir gehen rein, Chat. Seid ihr ready? Eins in den Chat, wenn ihr bereit seid für Esoterik. Milliardenmarkt Esoterik. Glaube versetzt Geldberge, Chat. Denen sich die Menschen verschrieben haben. Bayern München und Borussia Dortmund. Und die christlichen Kirchen. Aber die Kirchen sind ja in der Krise. Immer mehr Gläubige treten aus. Ganze Landstriche sind schon atheistisch. Wenn man da was vom Neuen Testament erzählt, denken viele, sie hätten geerbt. Mit dem Bedeutungsverlust der Kirchen ist natürlich nicht die Sehnsucht des Menschen nach Religion und Spiritualität. Das ist nur heute alles viel individueller. Viele Menschen können sich nicht mehr einsortieren in die klassischen Religionen. Die wollen individuelle Lösungen und deswegen liegt ja Esoterik. Esoterik, Chat. Esoterik. So im Trend. Also Wahrsagerei, Astrologie, Geistheilung. Es wimmelt ja nur so von Erleuchteten, die immer schon mal irgendwas mit Medium. Ja, wie gesagt, wir haben das Thema ja auch schon gehabt. Ich bin sehr offen für solche Themen, aber man soll nicht falsche Versprechen reinstecken und den Leuten irgendwelche Hoffnungen machen mit Dingen, die es halt nicht gibt. Also drüber quatschen und, also wie gesagt, ich mag das. Ich mag mystische Dinge. Habe eigentlich gar nicht so viel Lust, mich mit diesem esoterischen Krimskrams zu beschäftigen, weil ich ein sehr rationaler Mensch bin. True, ja, irgendwo schon. Aber dann stand heute in meinem Horoskop, ich Oh. sollte mal was Neues ausprobieren. Dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Es ist auf Okay. jeden Fall ein boomender Wirtschaftszweig, das kann man sagen. Die Branche setzt in Deutschland jährlich um die 20 Milliarden. Holy shit, 20 Milliarden. Euro um. Das muss man sich mal vorstellen. Die Deutschen geben mehr Geld für Esoterik aus als für Bier. Kann man nicht vergleichen. Ich weiß, Bier hat eine Wirkung, aber Oh, der war gut. die Beträge sind doch wirklich beeindruckend. Es vergeht kein Monat ohne irgendeine Esoterikmesse irgendwo in diesem Land. Die Esoterik- und Naturheiltage Magdeburg, die Einssein-Messe oder auch die Heilernacht am linken Niederrhein oder das Lebensfreude-Festival in Travemünde. Nicht zu vergessen, der Kristallkongress. Keine Ahnung, aber der Kristallkongress klingt schon Zehn crazy. Jahre gesund sein, gesund bleiben im schönen Miesbach und natürlich Woli, die Wohlfühlmesse. Ach du Scheiße. Auch wie die Flyer aussehen, wie so für Ü50 Menschen und auch die Namen und alles. Boah, kritisch. Chemnitz. Woli, die Wohlfühlmesse, finde ich supi. Also das Geschäft mit dem Glauben brummt wie ein indisches Mantra. Heutzutage natürlich auch ganz stark im Netz. Alleine auf TikTok finden sich unter den Hashtags Crystal Talk und Crystal Healing mehrere Milliarden Beiträge, in denen wird dann erklärt, wie Rosenquarz in der Liebe hilft, wie Sodalit die Bindung zum eigenen Selbst stärkt oder wie ein Amethyst Kopfschmerzen lindert. Ich kriege jetzt Kopfschmerzen. Haben wir einen Amethyst irgendwo? Zumindest laut TikTokerin Jasmin Schmidt. Schauspielkünste on point. Die sollte Roleplay machen. Aber ich glaube, ich mache erst mal später weiter. Ja, ich glaube, ich sollte auch aufhören zu streamen. Ich bekomme gerade so Kopfschmerzen. Ja. Ich helfe dir. Wie? Leg mich auf deine Stirn. Mein Hauptchakra ist das Kronenchakra. Wusste gar nicht, dass so viel in dir steckt. Boah. Besser. Ja. Danke, Boah, viel Amethyst. besser. Boah. Danke, Boah. Amethyst. Wir streamen jetzt so den ganzen Tag. Eine Wunderheilung. Und was für eine schauspielerische Leistung. Von beiden. Der Stein und sie. Til Schweiger hätte es nicht schlechter machen können. Diese Esoterikerinnen sind teilweise echte Superstars und füllen riesige Hallen, wie diese Arte-Dokumentation sehr eindrucksvoll zeigt. Die Berlinerin Laura Marlina Seiler ist der Superstar der Spirit. Ich würde gerne auf den Stern was draufmalen, aber dann, weißt du, vielleicht funktioniert er dann nicht mehr. Szene. Ihre Ratgeberbücher sind best. Man muss ihn ja auch reinigen und waschen, Chat. 14 Millionen Mal wurde ihr Podcast heruntergeladen. Gleich tritt sie in der Münchner Olympiahalle auf. Vorher Andrang am Fanstand. Und jetzt machen wir Folgendes. Du nimmst deine Arme nach oben. Nein, Chat. Holy shit. Oh, das macht mich saui. Das macht mich jetzt saui, Chat. Holy shit. Macht mich das saui. Sehr gut. Und du stellst dir jetzt vor, Nein. wie du dieses Nein, bitte nicht. universelle, göttliche Ja, diese
Nein. Aus dem Universum. Oh nein. In deinen Körper ziehst mit Yes, 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 yes. Eins, zwei, drei. Yes, 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 yes. Nein. Nein, Chat. Yes, yes, holy yes, shit. Yes, yes, yes. Holy yes, shit. Yes, yes. Ich habe 28 Yes gezählt. 28 Mal Yes und jedes Yes sind für diese Frau 1000 Steine. Und damit meine ich keine Kristalle. Auch Tarotkarten sind sehr gefragt. Pendel natürlich verkaufen sich sehr gut. Wahrsager werden gebucht. Es gibt Erzengel-Raumspray für 35. Euro. Raumspray Erzengel Gabriel verbindet angeblich mit dem göttlichen Licht. No Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe aus Versehen statt Raumspray Erzengel Gabriel Sigma Gabriel bestellt. Ganz anderes Raumspray. Jetzt stinkt die ganze Bude nach Bratwurst. Sehr gefragt sind auch esoterische Kurse. Karma atmen, Rückführungen in frühere Leben. Viele sind ja überzeugt, dass sie in früheren Leben zum Beispiel mal eine Hexe waren oder eine eine ägyptische Prinzessin oder ein Zauberer oder eine Wanderhure, ein Schamane oder ein Adler. Warum waren eigentlich alle was Besonderes? Druide, Hexe, Prinzessin, Zauberer. Warum habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, du, ich habe Rebirthing gemacht und du glaubst es nicht. Ich bin ein Huhn oder ein Schwan. Ich war im früheren Leben Sachbearbeiter im Ordnungsamt in Recklinghausen. Ja, true. Sag keine Sau. Man war früher ein alter Olivenbaum. Ja, okay, aber das ist ja noch besser als ein Druide. Kein Mensch war früher Wischmob. Irgendwer musste auch Wischmob gewesen sein. Dieser ganze esoterische Firlefanz erfüllt natürlich... Holy shit, sage ich auch die ganze Zeit. Unsere Wünsche danach, dass es jenseits dieser sichtbaren Welt noch andere Dinge gibt, die wir nicht sehen und nicht verstehen. Und ja, jeder soll glauben dürfen, was er will. Im Prinzip kann man das so sehen. Selbst wenn nur der Placebo-Effekt wirkt, kann man ja sagen, ist mir egal. Es macht ja keiner was Böses. Aber dieser Glauben kann natürlich auch gravierende negative Folgen haben, sagt die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Wir haben Leute am Telefon, die sagen, meine Frau will sich von mir scheiden lassen, weil ihr die Wahrsagerin das geraten hat. Weil ich das falsche Sternzeichen bin. Jo, ganz genau. Wir haben Krebskranke, die völlig verzweifelt sind, weil sie sich auf irgendeine Schwachsinnstherapie eingelassen haben und deswegen die Chemotherapie abgebrochen haben. Ja, das ist Trash. Also das schadet ganz... Ja, genau, das ist halt das große Problem. Scheißfliege. ...massiv Menschen und deswegen muss man sich darum kümmern. Ja, da ist es dann gar nicht mehr lustig. Das Wort Esoterik steht ja für Geheimwissen, das nur einem eingeweihten, erleuchteten Personenkreis zugänglich ist. So wie ein Witz, den man erzählt und dann als einziger drüber lacht. Ich einfach. Ich kenne das von unseren Themenkonferenzen. Ja, also ich kann das nachvollziehen, etwas Besonderes zu sein, einem exklusiven Kreis von Wissenden anzugehören. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum Menschen sich zu Heilern und Seelencoaches und Gurus hingezogen fühlen. Wie zum Beispiel zu diesem hier. Gut, dass Sie da sind. Ich habe solche Schmerzen. Moment, Sie sind nicht vom Rettungsdienst? Nein, besser. Ich bin vom Reinigungsdienst. Tarotreiniger und Esofluencer. Aua! Ja, um Ihre Aura kümmere ich mich auch sehr gerne. Der Tarotreiniger. Mein Horoskop? Ja. Darf ich? Jetzt kann ich endlich entscheiden, welche Ausbildung ich anfange. 50 Euro macht das dann. Ja. Plus 50 Euro Auspendlerpauschale für die Zustellung. In wenigen Tagen schmerzfrei. Oh, kannst du mir kurz 50 Euro? Wie hört sich das für Sie an? Ja, gut. Wenn das möglich wäre. Na klar, ist das möglich. Durch positive Energie. Ja, also positives Denken. Von diesem Kristall. A++++. Nur mit dem funktioniert das zu 100% und schnell. Aha. Einfach über Nacht neben das Bett stellen. 850 Euronen. Ja. Euronen, ein paar Münzen, let's go. Aber die Energien heilen genau dort, wo der Schmerz herkommt. Und zwar aus ihrem vorherigen Leben als Steinmetz auf Burg Winterfell. Ich hole deinen Sparstrom vor. Lass dich in ihr lieben Seelen.
einem ganz tollen Menschen mit einem Heilkristall helfen. Und das war so berührend und das wollte ich einfach mit euch teilen. Und ihr wisst ja, ihr könnt mich jederzeit über meine Hotline erreichen und auch in meinem Online-Shop so einige Sachen finden. Zum Beispiel. Ja. Hallo, wie kann ich helfen? Hallo, ich bräuchte was gegen diese Traurigkeit. Also aufstehen ist bei mir oft schwer. Ja, da hilft eine Flasche Einhornöl. Also die habe ich auch in der Familienpackung da, kostet einen Ticken mehr dann. Ich habe keine Familie mehr. Irgendwie ist alles sinnlos. Ich biete auch Jenseitsgespräche an. Aus dem Festnetz 9 Euro die Minute, Mobilfunkpreise können abweichen. Krass eigentlich, wenn du so denkst, dass solche Menschen eigentlich die heftigsten Arschlöcher sind, wenn man ehrlich ist, wenn die das ausnutzen, das Not und das Leid von anderen Menschen, Schmerz, also das ist heftig. Nee, es geht ja um meine, also ich habe eine innere dunkle Wolke, die soll ja weg. Was da immer hilft, ist eine Naturenergie-Fernheilung für ein Tausi. Für ein Tausi? Übers Internet jetzt. Wieso? Oh, ja, das können wir ja auch ohne Internet machen. Das mache ich dann aus dem Homeoffice. Pass auf, folgendes. Du überweist das Honorar und ich leg sofort los, dann ist bis morgen früh um 8.30 Uhr die dunkle Wolke weg. Garantiert. Das ist schlimm. Wie klingt das? Ja, das wär schon gut. Aber es gibt es hier wirklich so. Ist jetzt natürlich alles überspitzt, aber es gibt es hier wirklich. Ich mache eine Online-Überweisung. Perfekt, ciao. Der Tarotreiniger. Sie haben angerufen. Ja, kommen Sie rein. Danke. Oh. Na, ganz schön blockierende Energien hier. Okay. Da hilft nur Engelwasserspray, 50 Euro. Ja, wenn es hilft. Das beseitigt erstmal das Gröbste. Da kommt man. Ja, geht. So, hier, gucken Sie sich das mal an. Oh. Rechnung und Insolvenz schreiben, das ist einfach alles irgendwie. Ich habe so Angst, dass das Finanzamt oder der Gerichtsvollzieher. Ja, ganz klarer Fall, ich muss hier erstmal ausräuchern. Gerne, alles, was hilft. Danach strömt der Finanzfluss hier auch wieder besser. Ich habe hier ganz tolle kubanische Stäbchen. Klar, gerne. 30 Euro das Stück. Die wirken immer super. Schluck Mondwasser. Das ist ein Krampf, die Zirbeldrüse. 20 Euro. Pro Schluck. Und auch in meinem Online-Shop so einige Sachen finden. Zum Beispiel mein Buch, aber auch neu im Food-Sortiment einen Karma-Schinken für eine sättigende Reinigung. Polizei-Notruf. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe dir mal die Karten gelegt. Das sind meine EC-Karten und das die Kreditkarten von der Arischen Volks- und Leibeisenbank. Für heute macht das dann 849,50 Euro plus Mehrwertsteuer. Liebe Gemeinde, wir haben uns versammelt, um Abschied zu nehmen von der ganzen Sendung. Ja, war ein sehr, sehr gutes Video, muss ich sagen. Wir werden fortan einzelne Teile sehr, sehr weiterhin gut, in den irdischen Kreisen dieser Plattform unter uns weilen. Geht die gesamte Sendung in voller Länge. Stark, 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 Chat. Sehr, 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 sehr stark.